Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung und willkommen zurück zum zweiten Tag des Poketrips. Ich zeige euch heute jetzt erstmal, was ich gefangen habe, beziehungsweise was in den Eiern drin war, als ich nicht aufnehmen konnte, beziehungsweise als ich keine Kamera dabei hatte, denn das Spiel läuft ja immerhin noch irgendwie weiter im Hintergrund und manchmal kommen auch so gute Sachen, dass ich das dann einfach fange. Aber ich will euch natürlich geupdatet halten, damit ihr up-to-date seid, was ich noch gefangen habe und was abging, denn den Samstag konnte ich zum Beispiel nicht aufnehmen, da war ich auf den Geburtstag eingeladen und da die ganze Zeit mit Kamera rumzulaufen, ist dann auch ein bisschen semi-cool und dementsprechend jetzt erst für euch mal das Update war, habe ich zunächst einmal gefangen. Ein nettes Vulpix. Dann sind noch erstmal ein paar 2 Kilometer Eier aufgegangen. Zum Glück zweimal mit Glumanda. Auch ganz nice. Das ist ja super gut für die Bonbons, die man kriegt. Und ich möchte ja unbedingt einen Glurak und deswegen ist das sehr, sehr nice gelaufen. Dann kam mein erstes 10 Kilometer Ei. Und da kam dann raus ein Sichlor. Ich habe schon Sichlor. Es ist ein 1000er Sichlor, das ist okay, ist nicht gut, aber ich hatte schon Sichlor, deswegen war ich nicht so happy. Und dann hatte ich nochmal 5 Kilometer Ei und da kam dann Sternlu raus, von daher, meine Güte. Aus dem anderen, das war auch nicht so erfolgreich, kam dann ratzfatz, dicht gefolgt von einem Knuffenser und dann ein Bonita. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, denn mit den Ponita-Bonbons, die ich dann da noch rausbekommen habe, konnte ich mir ein neues Galopper machen, was jetzt inzwischen, glaube ich, mein drittstärkstes Pokémon dann ist. Obwohl ich kein großer Galopper-Fan bin, immer noch besser als Wasser-Pokémon. I like. Dann, als ich noch unterwegs war, vorgestern, also am Samstag, auf einmal kam so die Kreuzung des Todes und ich dachte mir nur so, what the fuck geht ab, ist da auf einmal ein Dicktree und ein Monkey. Und ich hatte zum Glück dann gerade meine Aufnahme angemacht, weil ich noch was gucken wollte, also weil eigentlich meine Eier auch ready waren, dementsprechend. Vollkommen sick, erstmal auf das Monkey gecatcht, richtig nice Aktion, dann aufs Dicktree, weil dachte ich mir, super selten, fick dick da, Alter, nochmal irgendwie so ein Ei zu bekommen, ist höchstwahrscheinlich das Unmöglichste der Welt und dann ist er weggelaufen. Machst du nix. Dann aber jetzt mal zu den endgültigen Highlights der Tage, wo ich jetzt nicht wirklich aufnehmen konnte und zwar Onyx aus einem 10 Kilometer Ei, das ist jetzt nicht so das Highlight gewesen. Aber ihr wisst, ich hatte 13 Kilometer Eier noch bekommen. Wisst ihr nicht, wisst ihr jetzt. Und dementsprechend ist noch eins übrig geblieben. Und dann kam endlich der finale Moment. Der finale Moment von Lapras. Fick mein Leben, habe ich mich gefreut. Ficke mein Leben, habe ich mich gefreut. Habe ich noch nicht. Ich wollte immer ein Lapras. Ist zwar auch ein Wasser-Pokémon, aber es ist fett. Es ist mega cool. Und ich habe mich übertrieben gefreut, Alter. Ja. Das war's von den Sachen, die ich gefangen habe, beziehungsweise von den Eiern, die aufgegangen sind in der Zeit, wo ich keine Kamera mit mir rumgeführt hatte. Von daher würde ich sagen, starten wir jetzt aber in die Folge rein, in die normale von gestern. Ist alles ein bisschen schief gegangen und dann am Ende rede ich mit euch nochmal darüber, was jetzt so oder so in Pokémon abgeht. So, lang gelabert, lang geredet. Ich sehe jetzt aus wie ein hochgedroschener Adliger. Keine Ahnung. Ich muss nämlich zur ESL. Es ist Sonntag gerade und dementsprechend gibt es den Minecraft-Stream. Da gibt es ja immer sonntags um 16 Uhr. Von der ESL, da gibt es die erste Major League, die stattfindet. Und auf dem Weg dahin probiere ich jetzt gleich mit dem Taxi ein bisschen was zu fangen. I don't know. Let's try and let's see what we can find. Ist ja so, ne? Cool. Ich muss es auf jeden Fall leiden. Los geht's. So, Taxifahrt war nicht so erfolgreich. Ich habe leider irgendwie nur so einen Fleckmon gefangen. Aber dafür bin ich jetzt hier mit dem. Hallo. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Stunden durch den ESL-Livestream ein bisschen durchhasseln. Ich hätte uns auch gesagt, wenn das vorbei ist, laufe ich hier nochmal rum. Aber draußen geht gerade dieser Erdogan-Protest irgendwie ein bisschen ab. Und das ist so nicht die beste Stimmung, kann man auch mal so festhalten, die da draußen gerade ist. Und ich glaube, dann verziehe ich mich lieber wieder in irgendwie einen Grüngürtel oder so und gucke da nochmal ein bisschen rum. Aber wird spannend. So, ich zeige euch jetzt das und vielleicht catch ich einfach im Livestream irgendwas Geiles. So ein Scharnierer. Ich hätte gerne einen Scharnierer. Hättest du auch gerne einen Scharnierer? Oh, ist schon nice, ne? Guck mal, Podolski. Der ist noch da. Oh, stimmt. Der Waschbär muss weg. Der Waschbär muss weg. Steht noch da. Wir sind
sind jetzt hier im Studio, wir machen gerade kleine Pause. Minuten macht happy. Und ihr seht schon, ich hab's mal kurz euch eingeblendet, hier ist echt nicht so viel geiler Shit in der Nähe. Boah, geil, ein Raupi! Hast du einen Raupi schon? Ah, nein! Ja, nein! Ich brauch auch mal unbedingt wieder Eier, das wollte ich euch mal zeigen. Ansonsten kriegt ihr immer das Update in der nächsten Folge. Es gab übrigens, glaube ich, ein kleines Pokémon Go Update. Hier sind nämlich jetzt die Ladebalken bei, oder so Balken bei... bei den Kilometern. Das gab es nämlich vorher noch nicht. Also irgendwas wurde auf jeden Fall geupdatet. Was SafeCall nicht geupdatet wurde, ist der in der Nähe-Funktion, was nämlich jetzt so aussieht, dass gar keine Steps mehr darunter sind. Also Dankeschön auf jeden Fall für den Patch. Erstmal alle Seiten runternehmen, wo man überhaupt noch was sieht. Und jetzt sieht man nicht mal mehr Steps in irgendeiner Form. Ich freue mich richtig. Zudem, das stimmt auch wieder nicht überein mit dem, was da unten in der Ecke ist. Leute, was ist da los bei Pokémon? Du kannst auf jeden Fall deinen Trainer wieder neu einkleiden und so. Das echt? Ist auch mit dem Update gemacht worden, ja. Echt? Du kennst das ja, Update schon? Recht. Und die Medaillen wurden gechankt. Ja. Stimmt. Totaler kranker Shit. Ich habe meine Medaillen auch noch gar nicht gezeigt. Wenn ich denn mal so ein Video machen soll, wo ich mal alles vorstelle, also auch meine ganzen Pokémon, dann könnt ihr mir das gerne mal sagen. Individualisieren. Oh! Und jetzt mache ich mich... Oh, ich mache mich neu. Oh, ich mache mich jetzt einfach neu. Kann man mal geile Haare machen. Das sind wahrscheinlich genau die gleichen, die man am Anfang. Vollkommen verrückt. So, ja. Finde ich cool. Also, was noch dazu gekommen ist, werden wir sicherlich mal sehen. Vielleicht ja auch mal die ersten wirklich kranken Pokémon oder mal Events. Ich weiß ja nicht, es ist ja mega viel angekündigt oder die Tauschfunktion. Denn hier ist, glaube ich, noch nichts drin. Vielleicht im Shop noch irgendwas Neues. Ich glaube aber nicht. Nee. Nichts Neues. Nur, wenn du bei Pokémon kannst du jetzt einfacher verschicken. Geh mal auf ein Pokémon. Okay. Dann hast du genau diesen Icon wie beim Trainer. Jetzt. Irgendwas, was ich doppelt habe. Ja, so verschicken musst du es ja nicht. Aber so. Dann hast du es hier rechts in der Ecke, genau. Und dann kannst du es da direkt verschicken. Ah, aber man kann auch noch... Oh ne, das geht jetzt nicht mehr da unten. Das nämlich weggemacht. Ah, okay, das ist interessant. Finde ich cool. Brauche nicht mehr so viele Miraplastik gerade. Ich verschicke dich mal. Ja, ja. Ich gehe gleich noch ein bisschen raus. Vielleicht mache ich heute so eine kleine Nachttour dann noch, um irgendwie mal was zu catchen. Heute alles echt schwierig, denn nur unterwegs. Und krasse Mucke mit der Wohnung. Geht auf jeden Fall immer noch digital Zoom, ordentlich die Party da hinten, aber ihr seht, es schüttet aus sonst wie was und es ist laut as fuck und da hinten ist auch Blaulicht und alles, Leute, Leute, digital Zoom ist der beste Zoom, Party auf jeden Fall, hoffen wir mal, dass da nichts passiert ist. So, ich bin jetzt fertig, der Stream war cool. Hat mir jetzt aber auch halt so 4 Stunden Zeit genommen und ich habe ja irgendwie heute den Tag erst wirklich so richtig um 16 Uhr beginnen können. Jetzt die große Frage, jetzt muss ich halt irgendwie auf ein Taxi noch warten und dann ist die Schwing, so was ich dann irgendwie noch hinkriege, ob ich irgendwie nochmal irgendwo in den Park gehe oder so. Kriegen wir schon irgendwie hin, denn heute muss eigentlich noch was gefangen werden, bin ich eigentlich großer Fan von. Nach dem Update jetzt von Pokémon aber, ganz interessant, auch super häufig einfach mal gar nichts mehr in meiner Nähe angezeigt, sodass ich null Sachen finden kann. Also es ist wirklich einfach gerade ein bisschen schwierig und das direkt an Tag 2 direkt wieder Probleme. Oh nein, ich habe gar keine Lust mehr auf Probleme. Oh naja, schauen wir einfach mal, was wir was machen können. Draußen hier überall noch Polizei, Mucho Fun und irgendein Horse-Auto. Die stehen übrigens da, die Männer, weil die Straße da hinten komplett gesperrt ist. Ich hoffe auch, dass mein Taxifahrer wirklich kommt und nicht nur so angenommen hat. Panik. Das war es dann auch jetzt schon von dem Video. Zum Glück in der Zwischenzeit nochmal ein Lapras gefahren. Gestern war komplettes Chaos. Ihr seht schon, ich bin jetzt in dem gleichen Outfit wie im Intro. Nur damit ich euch das alles mal sagen kann. Leute, was geht ab? Ich starte so eine Serie und dann kommt ein Update raus, wo die Footprints komplett entfernt werden. Also es ist jetzt gleich gegen unmöglich, noch Pokémon zu finden. Außer man fährt rum und hat dann Glück, weil der Radius in dem Näherfenster unten sind jetzt 70 Meter. Also siehe, im Umkreis von 70 Metern muss ich dann bei einem zum Beispiel epischen oder raren Pokémon, die haben nur 5 Minuten Spawnzeit. Das heißt, in 5 Minuten muss ich 70 Meter absuchen, ohne irgendeinen Hinweis davon zu bekommen, was sonst abgeht.
Zudem, Third-Party-Tools, also siehe so Webseiten wie Pokevision oder sonst was, sind auch down. Da hat Nintendo und Niantic haben gesagt, geht nicht mehr. Das wäre natürlich auch cool gewesen, wenn man dann einfach mal zumindest Hotspots sieht, wo zum Beispiel coole Pokémon immer wieder kommen. Ich habe zum Glück auch mal drauf geguckt, gebe ich auch ganz gerne zu, aber nur um mir eben diese Hotspots rauszusuchen und dann da rumzufahren. Das habe ich auch bei dem ersten Video jetzt gemacht, weil ich es einfach dann spannender für die Videos finde und euch nicht unbedingt eine Folge zeigen möchte, wo ich 25 Ratzfatz und 13 Taubsis fange und sage, geilste Folge ever. Ist es dann einfach nicht. Ich möchte Progress, ich möchte weiterkommen. Das geht jetzt alles nicht mehr. Ich tue mein Bestes, das irgendwie zu kompensieren oder irgendwelche Möglichkeiten zu finden. Ich kenne ein paar Spots zumindest, ein paar Hotspots in Köln, wo man hinfahren kann für ein paar coole Sachen. Zumindest sind die da immer gespawnt. Ich weiß nicht, die haben jetzt glaube ich auch die Spawn-Rates umgeändert. Zumindest ist der ganze Central Park voller Electabuzz den ganzen Tag. Und das ist so eigentlich normalerweise so ein Pokémon, was aus dem 10-Kilometer-Ei kommt und recht selten sein kann. Und ich habe keine Ahnung, ich probiere die nochmal abzufahren jetzt die Tage. Ich habe schon ein paar kleine Trips mit ein paar YouTube-Kollegen geplant und ich hoffe, das bleibt cool und wird cool. Das ist natürlich jetzt für mich gerade in der zweiten Folge ein übelster Tritt in den Arsch, weil mir das alles nicht nur erschwert, sondern fast unmöglich macht, dann irgendwie jede Folge coole Sachen zu finden. Aber es geht, glaube ich, auch so ein bisschen mehr, zumindest auch für mich, da um die Erfahrung und auch die Videos, die man da macht, weil es eigentlich immer witzig ist, wenn man mit anderen irgendwie ein bisschen was unternimmt und das auch so in so ein Vlog-Format geht und mal was anderes ist wieder. Und das brauche ich auch dringend für meinen Kopf mal. Naja, das dazu auf jeden Fall. Sorry für den kurzen Einblick gestern mit der Demo in Köln, mit der Erdogan-Demo. Ich konnte da leider bei der ESL dann nicht noch rumlaufen und irgendwie groß versuchen, neben der Tatsache, dass einfach meine in der Nähe-Box da unten mir gar nichts angezeigt hat oder ein Carpador oder so. Und das war es wirklich. Also es war nichts auffindbar. Und ja. Das war's dazu. Ich habe einen Shiggy gefangen gestern. Ich glaube, das habe ich gar nicht mal im Video drin. Das Shiggy war der krasseste Shit, den ich gestern gefangen habe. Und das sind die Updates dazu. Ich halte euch updated, was noch abgeht. Ansonsten sehen wir uns morgen oder übermorgen wieder. Ich probiere es ja fast irgendwie täglich zu bringen, so ein bisschen im Update, solange ich noch so spiele. Schreibt mir eure Meinung mal zu dem Update in die Kommentare. Es wird höchstwahrscheinlich recht negativ ausfallen, weil alle sich aufregen gerade. Und eure Alternativen, wie ihr jetzt weiter Pokémon fangt, wenn ihr denn noch weiterspielt. Und wenn nicht, dann nicht, ja. Wie gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns dann und ciao.